Hallo liebe Freiwillige und liebe Einsatzstellen, wir begrüßen euch recht herzlich zu einem weiteren Video von uns. Heute möchten wir euch gleich zwei Upcycling-Tipps mit nach Hause geben, die optimal zur Weihnachtszeit passen. Wir möchten euch heute zeigen, wie ihr eine ganz originelle Geschenkverpackung selber machen könnt und wie ihr gebrannte Nüsse machen könnt, die wie vom Weihnachtsmarkt schmecken. Fangen wir gleich mit den Nüssen an. Dazu benötigt ihr 200 Gramm Nüsse, 150 Gramm Zucker, weißer oder brauner Zucker, 75 Milliliter Wasser, ein Päckchen Vanillezucker und einen halben Teelöffel Zimt. Zuerst gebt ihr das Wasser, den Zucker und den Zimt in eine beschichtete Pfanne und lasst das Gemisch aufkochen. Sobald euer Zucker-Wasser-Gemisch kocht, könnt ihr eure Nüsse dazugeben. Wir haben uns hier ganz klassisch für Mandeln entschieden. Bitte denkt daran, dass ihr eure Mandeln immer wieder umrühren müsst, sonst brennen diese an. Sobald das gesamte Wasser verdampft ist, wird der Zucker eurer Mandeln langsam grünlich. Das seht ihr zum Beispiel hier am Rand. Ihr müsst dann die Mandeln noch einmal karamellisieren. Das bedeutet, wenn sie trocken sind, also wenn der Zucker grünlich ist, noch weiter erhitzen, sodass der Zucker noch einmal schmelzen kann. Wenn eure Mandeln ungefähr so aussehen, sind sie fertig und ihr könnt sie zum Abkühlen auf ein Backblech mit Backpapier schütten. Mit dem Kochlöffel könnt ihr sie noch verteilen, damit sie gut auskühlen. Kleiner Tipp noch von mir, bitte achtet darauf, wenn ihr die Mandeln in das Wasser-Zucker-Gemisch schüttet, dass ihr das Ganze auf halber Flamme hochtemperiert, weil euch sonst die Mandeln verbrennen. Damit der Upcycling-Gedanke nicht zu kurz kommt, haben wir unsere gebrannten Mandeln in Schraubgläser gefüllt, die sonst im Container gelandet wären. Wir haben sie anschließend mit Stoff und einem Dekoband verziert. Ihr könnt aber statt des Stoffes auch gerne Servietten nehmen. Und damit ist euer erstes Weihnachtsgeschenk bereits fertig. Nun möchten wir euch zeigen, wie ihr diese praktische Weihnachtsdose selber gestalten könnt, in dessen Inneren eine kleine Überraschung ist. Und folgendes braucht ihr dazu. Eine Konservendose, die ihr unten geöffnet habt und die sauber ist. Ihr braucht außerdem eine Heißklebepistole oder doppelseitiges Klebeband. Außerdem noch eine Überraschung, die in die Dose rein soll. Schere, Leim und Bastelkarton. Los geht's! Als erstes befüllt ihr eure Dose mit eurem Geschenk und verschließt die Dose. Dazu könnt ihr entweder doppelseitiges Klebeband verwenden oder Heißleim. Wenn eure Dose sicher verschlossen ist, könnt ihr nun mit einem breiten Papierstreifen die Dose dekorieren. Ich habe das hier schon mal ausgeschnitten und mit verschiedenen Sachen dekoriert. Dazu habe ich goldene und silberne Sterne ausgestanzt. Mit Hilfe des doppelseitigen Klebebandes oder der Heißleimpistole könnt ihr diesen breiten Papierstreifen um eure Dose herumkleben. Im letzten Schritt könnt ihr die Dose noch weiter verzieren, zum Beispiel mit verschiedenen Bändern. Ich habe hier ein goldenes Band für oben und ein weißes Band mit Tannenbäumen für unten. Und fertig ist eure recycelte Weihnachtsdose, die sich bestimmt super und am Weihnachtsbaum machen wird. Wir hoffen, dass euch dieses Video wieder einmal gefallen hat. Solltet ihr mal irgendwelche Ideen haben für ein weiteres Video von uns, könnt ihr uns das gerne zukommen lassen. Wir wünschen euch jetzt bereits eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit mit eurer Familie, mit euren Freunden. Macht's gut, tschüss und bis bald.